Viele von uns haben das von den Eltern. Dieser Rassismus, a'udhu billah, wird in die Wiege hineingelegt. Ja, als ob derjenige im Grab gefragt wird nach seinem türkischen Pass. So, ja, Bismillah, hier. Ja, ich komme in Jannah rein. Subhanallah. Es ist der Ort, an dem ihre Neigungen und Einstellungen geformt werden und sich ihre Persönlichkeit herausbildet. Schaut mal, dieser Rassismus, der bei uns verbreitet ist. Der Türke hasst den Kurden, der Kurde hasst den Türken, der Albaner hasst den Bosnier, der Bosnier hasst den Albaner, der Marokkaner hasst den Tunesier, der Tunesier hasst den Marokkaner und so weiter und so fort. Von wo haben wir das? Viele von uns haben das von den Eltern, a'udhu billah. Ja? Viele von uns haben das von den Eltern. Dieser Rassismus, a'udhu billah, wird in die Wiege hineingelegt. Ja? Als ob derjenige im Grab gefragt wird nach seinem türkischen Pass. So, ja, Bismillah, hier. Ja? Ich komme in Jannah rein. Subhanallah. Und deswegen, diese Sachen werden meistens zu Hause beigebracht. Und wir als Prediger und Schüler des Wissens und Schuyuch und Imame, wir müssen dann diesen ganzen Dreck, der von den Eltern hinein versetzt worden ist, müssen wir dann rausholen. Über Jahre müssen wir dem Bruder erklären, Bruder, du bist zwar Türke, aber du bist an erster Stelle Muslim. Dieser Bruder ist Kurde, aber er ist dein Bruder. Bruder, du bist zwar Tunesier, aber der Marokkaner ist genauso ein Muslim wie du, er ist dein Bruder. Über Jahre müssen wir das predigen und beibringen und diskutieren und, bis wir dann sagen, Alhamdulillah, die Leute machen das nicht mehr. Das heißt, diese Sachen werden in die Wiege gelegt. Diese Sachen kommen in der Erziehung. Deswegen ist die Erziehung so entscheidend. Das heißt, die Erziehung formt den Menschen. Die Erziehung formt diesen Menschen, diesen Muslim. Er ist so, weil er so erzogen worden ist.